You see the look on the ex-chumps' faces? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Deadpool. Nein, nicht runterfliegen. Oh Mann, genau das wollte ich eigentlich verhindern. Verdammte Kacke. Denn ich habe das schon vorhin ein bisschen probiert und wir fliegen hier nämlich immer runter. Wir sind nämlich im letzten Part mit unserem geilen Möchtegern-Flugzeug hier runtergedüst. Ach so. Oh, also Flugzeug. War ein Motorrad oder so, aller mit dem Fahrrad-Style. Nee, keine Zeit. Ihr könnt sowieso nur rumballern und die Stromisierer sind hier. Keine Zeit, ne? Ich möchte ja, aber... Ihr seid mir zu nervig. Hey, look, more floating things to jump on. That's quite a maze. A maze for the player. Don't screw this up. It's a long drop down. Aha. Lasst mich einfach, ihr Volldeppen. Nein, Scheiße. Dann machen wir das nochmal und hoffen, dass wir dieses Mal das schaffen werden. Dann müssen wir halt zuerst so durch und dann hier. Ah, kann ich hier vielleicht ein bisschen prügeln? Nein! Verdammte Scheiße! Hier drinnen geht es wenigstens weiter und wir sind wenigstens ein bisschen geschützt. Und ich kann hier ein bisschen auf die Omme geben. Dankeschön. Dann wäre dieser Part wenigstens noch ein bisschen actionreich. Die letzten beiden waren ja miserabel. Oh Gott! Nicht schon wieder! Na! Das passiert mir mindestens pro Ding. Pro Run hier einmal hier. Am letzten Standpunkt war es mir schon zu oft passiert und jetzt hier noch. Wie können wir da ausweichen? Ey, halt die Fresse. Ja, wir können uns nur abballern lassen. Das ist ja der Witz daran. Nein, warum? Immerhin kommen wir zurück so. Jetzt können wir uns wieder full healen. Halali. Nix. Tschüss, Deadpool. Ich würde mal sagen, tschüss, ihr Heinis. So. Nein! Ich hab den Port-Ding gesehen. Verdammte Scheiße. Das hätte so geil ins Bild gepasst. Nicht das hätte geil ins Bild gepasst. Oh, wie wir schon wieder aussehen. Zum Glück haben wir irgendwie in dieser Form bessere Verteidigung. So. Ist okay. Stupid teleport recharge. Ja, das ist wirklich stupid. Junge. Ah, Alter. Ja, ist okay. Das passt mir halbwegs in den Kram. Sind wir hier im richtigen Ort? Ich weiß gerade nicht mehr, wo es lang geht. Oh, von hier kamen wir. Hey, kannst du mal aufhören, solchen Damage anzurichten?
Ist okay, ich werde einfach mal beschossen wie ein Monarche. Oh Gott, wie soll ich da entkommen? Oh. Ihr seht, es ist ziemlich ich hab einen Kontrollpunkt erreicht. Ich hab einen verfickten Kontrollpunkt erreicht. Ist ja mal nice. Leckt mich fett. Halt die Fresse, Junge. Und geh liegen. Ohne Witz. Könnt ihr immer nur ballern. Ich kämpfe auch im Nahkampf gegen euch. Ach, kommt schon. Wollt ihr mich ganz veräppeln hier? Ja, das ist ein geiler Junge. Der kommt nahkampftechnisch. Solche Jungs mag ich. Solche Jungs mag ich. Sehr schön. Auch solche. Oder wenn sie wenigstens Abwechslung bringen. Das ist das, was ich mag. Aber das ist wie, wenn man die ganze Zeit Ultis in Dragon Ball Z oder so spammt. Oh! Lecken Sie mich. Ich frag mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Nee, von hier komme ich. Aha. Nein. Das ist wieder mal ziemlich fail gewesen. Oh, wir sind hochgekommen. Wir müssen immer weiter hoch, heißt es. Na dann. Nein, nicht runterfallen. Das wäre jetzt ziemlich ungünstig. Hörst du mal auf, mich abzuballern? Finde ich nicht gerade nett. Oh Gott, warum führt es mich hier durch? Also, das ist jetzt mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Warum das hier nicht weitergeht? Mal ganz ehrlich. Das ist ja mühsam. Sorry, dass ich nicht reden kann richtig, wenn ich die ganze Zeit hier beballert werde. Halali! Muss ich mit dem fertig werden oder was? Oh Gott. Wollen noch mehr Ärger? Ich hasse es ja, gegen so Unmengen an Gegnern zu kämpfen. Außer man ist wirklich so wie in Dynasty irgendwie doppelt so stark, mindestens. Und damit meine ich auch, dass man gegen die ankommt, selbst wenn die Dauerfeuer machen. Müssen wir nicht dort oben lang? Ich guck gleich, sobald ich kann. Du hältst die Fresse hier. Hey, spawnen die Gegner neu oder was? Komm. Hau dich zu Brei. Was? Oh, shit. He's throwing the tubbies at me
Darf ich mal die neue Waffe hier austesten hier? Ist okay. Und jetzt sogar zu dritt. This is so cool. Naja, nicht wirklich ist es cool. Was können wir denn sonst noch für Waffen einschalten? Haben wir... Was ist das für eine Waffe? Wow, nee, lass mich. Ist das ein Sturmgewehr? Sieht mir fast danach aus. Au. Nein. Oh, die sind ja echt heftig, die Guten. Halali! Was für ein Ende zu Halle! Gott im Himmel, geheiligt werde! Nicht dein Name zu Halle! Denn sonst würdest du mir hier beistehen. Aber ich muss das alles mit meinem eigenen Handling regeln. Ich muss das alles mit mir selbst regeln. Und habe keine Chance auf Absolution hier. Und sag mir, Gott, ist das fair? Nein, ist es nicht. Also, Schnauze, Fury. Ah. Doch, Gott ist jetzt gerade auf meiner Seite gewesen. Das... Gut, Gott, ich glaube an dich. Zumindest für dieses Mal. Dass es einen gibt. Eine Glücksfee. Hallo. Au. Mit dir werde ich dann noch mit links fertig. Ne. Einer alleine kann nicht. Nee, vergiss es. Wir spielen ein Singen in the Rain. Du olles Schwein. Mal gucken, wie lange du noch brauchst, bis du umkippst. So. Was, die Klone? Von was? Oh Gott. Ey, ihr wollt doch ernsthaft alle aufs Maul kriegen. Dann kriegt ihr aufs Maul und das nicht zu knapp. Wir müssen gegen die blocken, sonst haben wir keine Chance gegen die. Das ist auf jeden Fall so sicher wie der Samen in der Kirche. Oh yeah, wir haben endlich den einen besiegt und ich hoffe, wir kommen in eine Boss-Szene, bevor wir beenden hier. Er schießt uns hier ab, Mann. Hilft uns ein oder was? Das würde ich ja voll begrüßen. Ha? Ach so, jetzt kommen noch mehr Heinis. Ich weiß ja nicht, woher ihr kommt, aber das finde ich nicht gerade dolle. Ich drücke euch noch sowas rein und dann würde ich behaupten, beende ich den Part. Und wir starten im nächsten Part. Den wohl letzten von Deadpool. Also seid dabei. Tiddle!